So, herzlich willkommen zurück. Wir machen direkt weiter. Diablo 3 Let's Play. Oh, ich hab den Kronleuchter vergessen. Ich will das den Kronleuchter runterfallen. So, wir sind gerade so in den königlichen Krypten. Die haben wir natürlich schon gefunden. Ich möchte bloß die Ebene noch fertig erkunden. Kreuzritter Teil 2. Die Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geist unter der Zakarum Akan die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Nur 15. Krone für Umklammerung der Toten, Tasten der Aale. Erhöht den Waffenschaden von 88% als physischer Schaden. Annehmen. Entsetzen. Erhöht die Dauer der Gegner davonrennen. Okay. Ich will nicht, dass sie davonrennen so richtig. Mit meinem momentanen Skillung. Oh, lecker, das sind die Aale jetzt. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter, selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Das ist das, was wir vorhin schon erzählt bekommen haben über ein Buch, dass er den König getötet hat. Oh, da haben wir ihn doch mal. Zerstört. Oh, hier wieder Schreibpult. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Canduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Wow. So, ich glaube, da drüben müssen auch die Grabkammer von Leoric sein. Dann sollte es in den Kampf gegen ihn gehen. Verzierte Tür. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steht ein höheres Ziel. Doch ich kann es. Ihr werdet mich niemals besiegen. Du hast jetzt die Brücke kaputt gemacht. Du Volltrottel. Aber hier drüben geht's immer noch rum. Theoretisch. Alles tot. Yay. Dü-dü-dü, und kaputt hauen. Ja, Rekord 25. So. Packen wir es ihm mal hin, was? Da ist eine Krone, Leoric.
Stirb! Blöder Typ. Oh, 36.000 Lebenspunkte. Oh, wir sind schon über die Hälfte. Au! Was bist du denn von mir, Typ? Tick. Ah, wir sind in den letzten 2000 hier. Jetzt geht's aber runter rapide. 1000. Und da war er tot. Jawoll. Priester der Zakarun und Kuras ernannte Leoric vor vielen Jahren zum König von Klanduras. Er war ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb. Der von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig, bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Oh, Aiden ist der Sohn von ihm. Das ist natürlich bitter. Ja, mal bitte erweitern. So, was haben wir denn jetzt hier? Gürtel. Einen besseren, nehme ich auch mal. Yep, einen besseren. Oh, Handschuhe. Ich will da die Tränen. Kann ich wiederverwertet werden? Okay, warum auch immer. Dreiecksschild, Schulterschütze, Stiefel, Waffen. Axt. Wächterbogen, Breitschwert, Zackenklinge. Das sieht mir aber aus, dass ich da ein besserer krieg. Jopp, 38% Schaden mehr. Yes. Kann ich mit dem eigentlich noch reden? Ich weiß nichts über euren Orden. Wurdet ihr als Templer geboren? Nein, unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Ihr sagt, ihr seid ein Unkraut. Ich glaube, dass selbst Unkräuter unter Sonne und Mond ihren Zweck haben. Nein, sie ersticken andere, sie verderben und dann fällt die Ernte aus. Ich hatte Glück, dass man sich meiner rechtzeitig angenommen hat. Okay, der hat auch eine Vergangenheit. Sprech mit dem Fremden in der verlassenen Kammer. Hier ist der Krater. Ihr seid also das Feuer, das vom Himmel gefallen ist. Warum finde ich euch hier an der Quelle der Dunkelheit dieses Ortes? Ich
erinnere mich daran, zu fallen. Könnt ihr euch erinnern, weshalb ihr hier seid? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Kane bringen. Er wird uns helfen zu verstehen. Okay, dann laufen wir noch mit dem Fremden zu Kane. Komm schon, gib Gas. All den Mysterien zum Trotz, die noch gelöst werden wollen, erfahre ich jetzt, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Er hat nur wenige Erinnerungen an sich selbst. Ich werde ihn zu Deckard Kane begleiten. Bei ihm wird er Antworten finden. Okay. Dieser Mann war der gefallene Stern. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Oh, sinistre Rüstung. Nicht so geil. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ich werde das Schwert zurückholen und den Khazra Frieden bringen. Auf welche Art auch immer. Unterhalten wir es noch ein bisschen zu Ende und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge, nachdem wir hier alle Gespräche geführt haben. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum Letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Kane. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt. Sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Dieser Pakt wurde von den Dämonen gebrochen. Kann Tyrael jetzt nichts tun? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Das würde uns alle in Gefahr bringen. Okay. Ist klar. Wir haben jetzt noch keine Ahnung von den Dämonen oder was? Ach, geil. Woran erinnert ihr euch sonst noch? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Wie fühlt ihr euch jetzt?
Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Seid nicht so hart zu euch selbst. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, und von mir habt ihr das nicht verstanden? Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass im Hardcore die schon ein bisschen geil sind. Auch niemand. Enttäuschend, wenn ihr mich fragt. So, jetzt mal gucken wegen den Tagebüchern. Und falls es keine gibt, dann würde ich sagen, beenden wir diese Session für heute. Ah, hier gibt es auch welche. Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. Gehen wir doch mal das Tagebuch von Deckard lesen. Ja, gibt keins. Okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaut weiter rein und bis bald und habt viel Spaß. Dankeschön.